Hallo zum heutigen Vlog. Es ist Freitag, ungefähr 14 Uhr und ich bin hier gerade in meinem Frankfurter Büro. Wir hatten gerade eine Bürobesprechung hier und da dachte ich mir, nutze ich die Gelegenheit gleich mal, um den Vlog aufzuzeichnen. Denn das letzte Mal bin ich erst am Montag dazu gekommen, aufzuzeichnen. Das lag vor allen Dingen am Wetter und an den vielen Terminen. Wetter deshalb, weil es nicht möglich war, draußen von einem Termin zum nächsten irgendwie mal was aufzuzeichnen. Denn es hat so sehr geregnet und gestürmt, dass die Technik kaputt gegangen wäre. Und dann gab es auch noch so viele Termine, dass es schwierig war, das unterzubekommen. Aber dafür heute jetzt wieder eine kleine Zusammenfassung von den Dingen, die so gelaufen sind. Ich sehe gerade hier im Bild ein witziges Detail. Meine Kollegen hier im Büro haben nämlich ein Foto von mir hier zu hängen, wie ich früher mal aussah. Ich kann das ja mal abnehmen. Ja. zum Vergleich, die machen sich da immer einen Spaß draus. So habe ich früher mal ausgesehen. Ein paar mehr Haare. So sehe ich heute aus. Seht ihr mal den Vergleich? Es gibt einen klitzekleinen Unterschied. Ja. Wir hängen das mal wieder hier hin. So, ja, nun zur Woche. Also es gab eine Reihe von Terminen, ich will die gar nicht alle aufzählen. Auf Facebook sieht man das ja dann zum größten Teil. Wichtig waren mir vor allen Dingen zwei Dinge, von denen ich gerne berichten möchte. Das erste ist unsere Spendenübergabe für die Tafel, für die Frankfurter Tafel. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren, bestimmt an die 10 Jahre, sammeln wir jedes Jahr mindestens einmal Spenden für die Frankfurter Tafel. Die sind seit einem Jahr an einem neuen Standort in der Innenstadt. Und so haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder eine Spende übergeben an die Tafel und dabei ein neues Erfahren zu der, wie der Standort angenommen wird, wie die Arbeit aktuell funktioniert, wie das mit den Räumlichkeiten funktioniert und auch die aktuelle Zahl derjenigen, die Hilfe von der Tafel brauchen. Und man muss bei der Tafel immer dazu sagen, glaube ich, es ist schade und traurig, dass in einem Land wie Deutschland es notwendig ist, dass es solche Angebote gibt. Und zugleich wunderbar und großartig, dass es Menschen gibt, die sich der Sache annehmen und so darum kümmern. Und deswegen unterstützen wir diese Arbeit auch schon seit so vielen Jahren. Und aktuell ist es so, laut den Zahlen der Tafel, dass sie ungefähr 1500 sogenannte Bedarfsscheine ausgereicht haben. Da muss man wissen, Bedarfsscheine gelten nicht nur für eine Person, sondern auch für Familien. Nun gibt es Einzelpersonen, die dorthin gehen, die einen Bedarfsschein haben. Es gibt aber eben auch Bedarfsscheine, die gelten für eine ganze Familie mit 3, 4, 5 Personen und deswegen muss man die Zahl eigentlich deutlich höher rechnen, wenn man bedenken will, wie viele Leute die Tafelangebote nutzen. Man kann also, wenn man es mal 3 rechnet, konservativ gedacht, von ungefähr 4500 Menschen ausgehen, die das Angebot der Tafel mehr oder weniger regelmäßig in Anspruch nehmen. Das ist schon eine immense Zahl bei einer Stadt mit 60.000 Einwohnern, macht nochmal deutlich, dass wir hier tatsächlich ein großes Armutsproblem haben und dass die Arbeit der Tafel immens wichtig ist. Ja, das ist das eine, was in dieser Woche sehr stark im Mittelpunkt stand. Und am Donnerstag, am gestrigen Tag, ist das Pilotprojekt zur Schulkrankenschwester gestartet. Das, darüber habe ich ja schon mal berichtet und ich habe auch in einem Interview hier gepostet auf Facebook zu dem Thema. Seit langer Zeit verfolgen wir das Thema Schulkrankenschwester. Es geht im Prinzip darum, dass Lehrkräfte entlastet werden sollen, aber vor allem auch die Versorgung von Schülerinnen und Schülern verbessert werden soll, im Sinne von Prävention, Beratung, Hilfe für Kinder, die chronische Erkrankungen haben oder die zum Beispiel an bestimmten Allergien leiden, an Asthmaanfällen. Aber es geht eben auch um Verletzungen, die mal vorkommen auf dem Schulhof. Ne, mal leichte Wunden oder eben auch schlimmere Dinge, dass jemand da ist, der sich darum kümmern kann. Und all diese Dinge zusammengenommen, auch der Präventionsgedanke, den ich echt für ganz wichtig halte, sorgen dafür, dass ich das für ein ganz wichtiges Projekt halte, dass wir die Schulkrankenschwester hier in Brandenburg an den Start kriegen. Wir sind das erste Bundesland, die das machen. Hessen versucht jetzt parallel es auch zu starten. Und ich glaube, da können wir echt ein Stückchen auch Modellregion sein. An 20 Schulen wurde es jetzt erprobt. 2 aus Frankfurt-Oder sind dabei. Das freut mich natürlich sehr. Und bei der Eröffnung in der Linné-Schule war ich mit dabei. Und 2 Minister von der Landesregierung waren da und viele andere Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt. Und ja, da freue ich mich darauf, dass das hier losgeht. Ansonsten gab es eine Reihe von Vorbereitungssitzungen, vor allen Dingen wir haben Fraktionssitzungen in Frankfurt gehabt zur Vorbereitung der Stadtforumversammlung. Und heute war ich beim Kleistmuseum. Da ging es vor allen Dingen um die Frage der Museumspädagogik. Dazu habe ich für die nächste Landtagssitzung eine Anfrage eingereicht. 3 Anfragen sind es, die ich vorbereitet habe. Alles Frankfurter Themen, Lichtspieltheater der Jugend. Da geht es darum, dass mich interessiert, ob es eine Möglichkeit gibt, dass von Landesseite aus vielleicht eine Unterstützung bei der Reaktivierung des Lichtspieltheaters der Jugend in Anspruch genommen werden kann.
Vor allen Dingen mit Blick auf die mögliche Museumsfusion Cottbus-Frankfurt-Oder. Da hat ja Frau Krämer, die Chefin von Cottbus, deutlich gemacht, dass sie hier die Notwendigkeit sieht, die Kapazitäten für Ausstellungen deutlich zu erweitern. Das ist also aus meiner Sicht schon ein Thema, wo man gucken kann, kann man das vielleicht verknüpfen. Und dann habe ich eine Anfrage gestellt zum Unterricht am Kalibnich-Gymnasium. Da gibt es ein paar Probleme beim Mathematikunterricht und zur Museumspädagogik im Kleist-Museum. Nur mal so für ein paar aktuelle Beispiele. Ja, und nächste Woche starten wir dann auch wieder mit einer Landtagssitzung. Das heißt, die Woche wird vollgepackt sein mit Plenartagen. Diesmal dann versuche ich direkt von den Plenartagen zu berichten und zu schildern, vielleicht noch ein paar Videoeindrücke da einzusammeln, wie das da so abläuft. Vielleicht auch aus dem Plenarsaal, ist eigentlich verboten, aber vielleicht finden wir irgendwie einen Weg, das hinzubekommen. Soweit für den Freitag. Ich hoffe, das ist einigermaßen interessant für euch gewesen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ich bin ein bisschen verstopft, wie ihr merkt. Nicht politisch, sondern körperlich. Überall sind jetzt gerade alle erkältet und haben irgendwie eine Grippewelle und lauter Leute fallen aus. Ich hoffe, dass ich das in den Griff bekomme und das bei mir jetzt nicht so schlimm wird. Noch ist es nur eine kleine Erkältung, damit ich hier nächste Woche auch fit bin. Aber nicht wundern, wenn ich ein bisschen komisch klinge oder so. Das ist hoffentlich bald wieder alles ganz normal. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.